Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Mario Party 5. Heute geht es mit der nächsten Party weiter. Die letzte war ja nicht ganz so erfolgreich. Sehr viel Salz, sehr viel Frust. Darum werden wir es heute anders machen. Und ich bin doch sehr optimistisch bzw. auch motiviert und guter Dinge, dass wir es heute auf jeden Fall besser machen. Und daher, guck mal. Auf dem zweiten Brett wollen wir heute losstarten. Das heißt, wir werden hier erstmal kurz hier im Battle Royale natürlich. Wir werden ein Spieler und drei CPU-Gegner. Ich werde nach wie vor weiterhin Luigi zocken, damit es da auch keine Verwirrung gibt. Und heute ist dran. Einerseits, Buhu soll heute dran. Komm auf schwer. Dazu war Luigi auf schwer. Und dazu noch Daisy auf schwer. Ich hoffe mal, es wird nicht zu schwer. Aber ich habe euch ja gesagt, ich möchte schwere Charakter haben, obwohl wir beim letzten Mal, selbst wo sie normal waren, verloren haben und nicht mal den Minispielstern bekommen haben. Daher, ich werde es für dieses Brett ausprobieren mit schwer, aber eventuell werde ich auch im Nachhinein dann sagen, fürs nächste Brett, ich mache es wieder auf normal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wir machen wieder 10 Runden. Ja, ist nicht viel, aber trotzdem machen wir es so, damit wir nur 2 Parts brauchen, um euch die Party einfach zu zeigen. Weil 3 Parts ist immer ein bisschen, ja, ein bisschen viel. So, Einstellungen sind in Ordnung und dann geht es los. Könnte sein, dass Buhu tatsächlich hier seinen Erstauftritt in einem Mario Party hat? Könnte möglich sein und ja, die Map wurde hier komplett jetzt umgebaut. So sah sie im Story-Modus nicht aus. Da hatte ich mich ja schon gewundert, warum die auf diesen Ding, was in dieser Vorschau ganz anders aussah als dann im Story-Modus. Aber okay. Dann wollen wir mal gucken, dass wir erstmal die Startreihenfolge festlegen. Und zwar, ich starte rein mit einer 1. Na toll. Das fängt ja sehr, sehr gut an. Wir hatten auch im letzten beiden Parts sehr viel Würfelpech. Ob das jetzt hier weitergeht, ich weiß es nicht. Guck mal. Weil es wäre natürlich doof, wenn ich hier wieder Würfelpech habe. Weil man hier viel würfeln muss, natürlich. Aber okay. So. DK ist dort. Der vielleicht auch wieder Münzen halbiert oder so. Aber er sagt nicht, was da gemacht wird. Es gibt 6 Kapselfelder in diesem Spiel. Okay. Und sonst müssen wir natürlich noch erfahren, wo der Stern ist. Und zwar ist der ganz oben. Okay. Und es sieht so aus, als würde man über die Ereignisfelder zu den anderen Inseln kommen. Kann das sein? Ich bin mir da gerade nicht mal so sicher. Boah, Buhu, direkt mit der 10 los. Durchstartet. Also, wow. Das ist heftig. Krass. Man kann... Aha. So kann man auch rüber. Das ist natürlich sehr, sehr gut, dass es nicht nur auf Glück basiert. Und direkt Bowser fällt. Direkt in der ersten Runde, im ersten Zug. Was wird uns erwarten? Die Bowser-Revolution wieder? Ich hoffe nicht. Die hatte mich schon beim letzten Brett gebrochen. Aber okay, gucken wir mal. Das nächste Ereignis ist... Die Bowser-Revolution. Okay, alle Münzen werden gerecht aufgeteilt. Diesmal aber nicht ganz so schlimm. Das Schöne ist, Waluigi und Daisy trifft das genauso. Das heißt, jeder hat 8 Münzen. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Aber wieder die Bowser-Revolution. Kommt da jedes Mal die Bowser-Revolution? Ich hoffe nicht. Okay, eine 7 Waluigi. Ah, die werfen alle schon so viel. Gefällt mir alles gar nicht. Und ich werde gleich wahrscheinlich wieder 1, 2, 3 oder 4 würfeln oder so. Ja, eine 9 Date. Das wäre gleich wieder typisch, wenn ich ganz wenig würfle. Ja, sie wird wahrscheinlich auch rübergehen. Ja. Also sie wird ein Feld vor Bowser landen. Ah, haha. Und jetzt sehe ich. Mal gucken, was ich würfle. Es war abzusehen. Aber ich komme auf ein Ereignisfeld. Was natürlich cool. Das ist jetzt cool. Dies ist der Vibrato-Generator. Willst du Strom erzeugen und Kapseln gewinnen? Ja, bitte. Ereignis ist cool für den Ereignisstern. Also ich bin gar nicht unzufrieden. Erzeuge Strom, indem du Arsch hintereinander drückst. Achtung, Klo. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir schön hin. Okay, wir haben die Maximalleistung erhalten. Und jetzt die Belohnung. Was kriegen wir? Ich kann den Stern versetzen. Ui, das ist
Ich krieg mehrere Kapseln. Ich kann mehr würfeln, wenn ich möchte. Und noch. Und ich kann ganz viel würfeln, wenn ich möchte. Oh, das war. Das war doch sehr geil. Ja, es war nur eine 4. Aber eine sehr gute 4. Jetzt bin ich gespannt, was für ein Minispiel kommt. Könnte 2 gegen 2 oder 1 versus 3 werden. Gucken wir mal. 1 versus 3, alles klar. Alle gegen Buhu. Schlecht, weil. Dann bin ich mit Waluigi in einem Team und. Waluigi, der hat schon über 10 Münzen. Das heißt, wenn er jetzt Event hat, hat er über 20 und kann sich rein theoretisch den Stern holen. Aber okay. Ach, das kennen wir doch von Mario Party Superstars. Die drei Spieler mit den großen Kisten versuchen den Spieler mit der kleinen Kiste, der flieht, zu zerquetschen. Und ich habe jetzt aus Versehen auf Start gedrückt. Das wollte ich nicht. Also nicht auf Start, aber auf Üben habe ich gedrückt. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich umblättern. So, und zwar bewegen, bewegen. Steckt der fliehende Spieler Haken, kann er die Verfolger vielleicht abschütteln. Die Verfolger müssen im Team arbeiten und den Gegner in die Ecke drängen. Okay, dann geht's jetzt hier rein. Boah, schönes 8-Bit-Mario-Feld. Sieht sehr cool aus, aber die Icons von unseren Blöcken sind sehr, sehr pixelig. Eieiei. Aber wir sind ganz schön langsam. Nein. Ich habe das Gefühl, in... Ah, schade. In Mario Party Superstars ist man schneller. So, geht nach oben, geht nach oben. Ach, Daisy, da wollte ich lang. Kann sogar sein, dass jetzt Buhu direkt gewinnt. Ach, Daisy, warum gehst du nicht nach oben? Ach, die sind ja aber auch da bescheuert. Ah, ich habe bescheuerte Teammates. Gut. Positiv, es hat aktuell keiner über 20 Münzen. Negativ. Ich habe auch unter 10 Münzen, also. Ja. Optimal war es jetzt nicht, muss ich sagen. Optimal nicht. Aber es ist noch verkraftbar. Ich mit 8 Münzen aktuell. Gut. Meine Kapseln, die kann ich ja behalten. Die kann ich ja irgendwann später einsetzen. Let's go, Buhu. Eine 9, okay. Kapselmaschine, natürlich nutzt er die, ist ja klar. Bis jetzt kam noch nie eine Bowser-Kapsel raus. Wäre doch auch mal was Schönes. Nee. Münzbox-Kapsel. Ah, da kriegt er Geld und er hat halt gerade. Der ist gerade gut dabei. Einerseits ist er kurz vorm Stern. Oh, er stimmt, er muss ja da 5 Münzen zahlen. Sehr schön. Aber er muss dann in die andere Richtung. Das ist schon mal. Ja, schlecht, gut. Kann man nehmen, wie man will. Okay. Eine 8. Auch er geht. Ah, es kostet alles Geld. Ich könnte natürlich gucken, dass ich, sobald ich mehr als 20 Münzen habe, den Stern versetze. Mit etwas Glück kommt er dann auf meine Insel. Nur jetzt macht das doch keinen Sinn, weil ich nicht das Geld dafür habe. Yeah. Röhrenkapsel, das heißt, er kann mit einem Mitspieler tauschen. Und er kommt auch auf eine Ereigniswelt. Was passiert hier? Oh, ab in die Kanalisation mit dir. Zurück zum Anfang. Sehr schön. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber merken, Waluigi hat jetzt einmal Ereignisfeld und ich auch. Jetzt, wo ich ja weiß, was es für Bonussterne gibt, kann man schön planen. Dass wir dieses Mal den Sieg holen. Das wäre ganz gut. So, Giftpilzkapsel, okay. Und Daisy auch. Kommt auch zurück zum Anfang, alles klar. Das heißt, nur Buhu ist dort oben beim Stern. Und hat aktuell das meiste Geld. So, was machen wir? Ja, mit einer Kapsel kann ich jetzt eher weniger was anfangen. Boah, Tornadino kostet 15 Münzen. Das ist krank. Aber ich würfle erstmal. Ich hebe meine Kapseln auf. Gerade die Pilze, die hebe ich mir auf. Das, die will ich irgendwann einsetzen. Eine 6. Wohin komme ich damit? Ich möchte mal kurz die Karte ansehen. Ich würde da auf ein blaues Feld, glaube ich, kommen. Genau. Wo ist es besser zu sein? Könnte natürlich auch sagen, ich bleibe hier auf der Insel und hoffe darauf, dass der Stern... Nee, ich gehe weiter. Aber muss ich 5 Münzen bezahlen. Mache ich aber. Ja, mache ich. Das mache ich. Also das Geld kostet, das ist einerseits cool, aber andererseits auch nicht so cool. Cool, dass die Gegner halt dann auch blechen müssen. Komm, 4 Spieler mit ins Spiel. Danke. Oder vielleicht sogar ein Kampf mit ins Spiel. Ah, ich dachte kurz... Ich weiß immer noch nicht, was das Pinke da ist.
Wir haben ja jetzt klassische Münzen. Okay, das sind tatsächlich Münzminispiele. Da muss ich jetzt abräumen. Oh. Springe gegen die Blöcke und Münzen zusammen. Aber nicht alle Blöcke enthalten Münzen, also pass auf. Nein, ich habe schon wieder falsche Taste, durch wieder auf Übung. Ah! So, hier zurück. Ich möchte mir natürlich die Steuerung angucken. Mit was springe ich? Mit A springe ich. Verlässt den Bildschirm auf einer Seite, taste auf der anderen Seite wieder auf. Ah, da kann man nicht genügend, nicht so dolle planen, sage ich mal. Da wird jeder ungefähr gleich viel Geld bekommen. Und man kann auch nach oben. Das ist krank. Ich bin ein bisschen ruhiger, weil ich mich konzentrieren muss. Ich muss da hoch. Wie viele Münzen? 20 Münzen habe ich. Daisy hat 14 und die anderen nur 4 oder 5. Geil. Das war sehr erfolgreich. Dass ich dann da auf diese große Fläche nach oben gelangt bin, das war sehr, sehr gut. Da habe ich sehr viel Geld bekommen. Aber jetzt haben schon 3 Leute über 20 und somit Buhu über 20 insgesamt. Natürlich schlecht. Ich könnte rein theoretisch, sofern jetzt Buhu nicht direkt zum Stern kommt, den Stern versetzen lassen. Aber das kostet mir 15 Münzen, was einfach mir ein bisschen zu viel ist. Ja, wie viel würfelt er erstmal? Er setzt die Kapsel auf sich selber ein, das ist schlau. Weil dann kriegt er halt natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Geld. 5 Münzen hat er bezahlt und 10 Münzen kriegt er jetzt. Heißt 5 Münzen plus. Wie viel würfelt er? Natürlich eine ganze 10. Eieiei. Kann er so... Nee, zum Stern kommt er glaube ich noch nicht, aber... Das ist schon ganz schön dolle krass, wie viel er gewürfelt hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Computergegner so gepusht werden von in Sachen... Würfeln. Okay. Hätte ich vielleicht an seiner Stelle auf ihn selber eingesetzt, weil somit hätte er jetzt eine dritte Chance gehabt, überhaupt zu Buhu zu kommen. Und ich hätte mich so gefreut, wäre er dann mit, hätte er mit Buhu getauscht. Okay, geht er über... Ja, tut er. Ich glaube, ich muss mich mit den Gedanken anfreuen, dass Buhu den Stern kriegt. Goldpilz oder so kann ich leider nicht einsetzen. Weil dafür habe ich nicht das Geld. Also, dass ich dann halt über 20 Münzen bleibe, wird halt nichts. Jetzt bräuchte ich noch mehr Geld. Ja, ich glaube, ich werde das jetzt so machen, dass ich es akzeptiere, dass Buhu den Stern kriegt. Und gucken, wo der Stern dann hinkommt und vielleicht da dann mitarbeiten. Ja, wie viele Felder hat denn er noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Felder muss er würfeln. Okay. Wir würfeln erstmal ganz normal. Vielleicht würfel ich auch eine ganze Menge. Nee, eine 3. Naja, wenigstens keine 1. Hätte schlimmer sein können. Also Kapselautomat geht nicht, weil ich habe ja schon Kapseln. Duellfeld wäre cool gewesen. Hätte ich gegen Buhu Duell gemacht. So, 4 Spieler-Minispiel. Leider immer noch kein Kampf-Minispiel. Das hätte mich auch jetzt nochmal gerettet. Eis fangen, okay. Was heißt das? Fangen die Eiskugeln, die von oben... Achso, das... Auch aus Mario Party Superstars. Sieger ist derjenige, der am meisten Kugeln aufhängt. Bewegen. Achte auf Schatten am Boden. Sie zeigen dir, wo das Eis landen wird. Das kriegen wir eigentlich, denke ich, mal hin. Wie gesagt, kenne ich aus Mario Party Superstars. Da auch schon ein paar Mal gespielt. Daher sollte das eigentlich machbar sein. Man muss wirklich nur auf die Schatten achten. Guck mal, bei mir kommen jetzt 2 runter. Hallo? Hä? Achso! Das waren nur Tropfen von irgendwelch vom Untergrund. Nein, das hat Imchen bekommen. Nein! Was daneben? Ernsthaft? Ich brauche noch schnell eine. Nein! Oh, was? Alle gewinnen außer ich. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Oh mein
Gott. Nicht gut. Nicht gut. Wir mal kurz gucken, in wievielter Runde wir sind. Wir sind in Runde 4, alles klar. 7. Okay, erreicht den Stern ein Glück nicht. Kommt er vielleicht sogar aufs Regenbogenfeld, aufs Ereignisfeld? Er holt sich eine Kapsel. Vielleicht wird er doch zurückgeschickt, das wäre sehr, sehr cool. Koopa Bank Kapsel. Koopa Bank? Okay. Nee, er kommt nicht aufs Ereignisfeld. Er ist ein Feld vom Stern. Um nur zu verhindern, dass er den Stern kriegt, müsste ich jetzt so 15 Münzen einsetzen und den Stern wegbewegen. Oh, Waluigi kommt auf ein Duellfeld. Aber er wird wahrscheinlich ein Duell gegen Buhu machen, würde ich schätzen. Weil er gerade auf dem ersten Platz halt ist. Dann hoffe ich, dass Waluigi gewinnt. Nicht, dass Buhu jetzt noch mehr Geld kriegt. Ich muss halt bedenken, wann gibt es auch einen Münzstern? Ja, natürlich Buhu. Oh, man kann Feuer auswählen, was man setzen. Oh. Waluigi, gewinne bitte. Wäre ganz gut. Weil wenn jetzt Buhu noch mehr Geld kriegt, wäre es doof. Sehen wir das Minispiel? Tatsächlich sehen wir das Minispiel. Können wir uns mal ein bisschen zurücklehnen und uns das angucken. Blocksprung. Das wäre ein Minispiel für mich gewesen. Auf jeden Fall. Interessant, dass man das auch nicht überspringen kann. Weil in anderen Mario Partys war es, glaube ich, so, dann wird nur angezeigt, gewonnen hat der und der, ohne dass man das Minispiel sieht. Also das war dieser, ich habe das mit dem anderen Spiel verwechselt, wo man möglichst hochspringen muss. Aktuell liegt Waluigi, Buhu vorne. Jetzt ist Gleichstand, Buhu liegt vorne. Waluigi liegt vorne. Ja, Waluigi hat gewonnen, na immerhin. Na, immerhin. Somit ein bisschen mehr Ausgleich, aber es reicht halt nicht aus. Das reicht leider nicht aus. Werde ich den Stern versetzen oder nicht? Die Frage ist halt, wo landet dann der Stern? Ich werde den auf jeden Fall dann nicht bekommen können, weil ich habe dann 15 Münzen ausgegeben. Ich glaube, ich werde wirklich Buhu den Stern kriegen lassen, weil ich brauche halt das Geld. Ich brauche halt Geld. Ah, ist das eine schwierige Entscheidung. Wäre natürlich cool, wenn jetzt irgendwer auf ein Feld kommt, dass der Stern versetzt wird. Aber sieht nicht dann aus. Es kommt Bowser-Feld, kommt jetzt. Aber Bowser-Revolution macht kaum etwas. Weil letztendlich haben wir ja alle ungefähr gleich viele Münzen. Aber vielleicht passiert irgendwas anderes. Alle müssen 15 Münzen oder 20 Münzen abgeben. Das wäre irgendwie ganz cool. Auch wenn ich dann auch Münzen verliere, aber... Ja. Bowser-Mischer, was heißt das? Was heißt das? Bitte ich vom Stern, bitte ich vom Stern! Plätze werden getauscht. Ich bin vom Stern! Ja, moin! Da hätte jeder sein können. Bowser, du bist einmal mal auf meiner Seite. Danke dir. Weil ich doch dein Rivale war. Dank dir hat sich ja dein Traum erwünscht. Dank mir hat sich mein Traum, dein Traum erfüllt. So. Boah, ich kann nicht mehr reden. Weil ich so perplex gerade bin. Ja, ich würfel ganz normal, weil... Hallo, Stern! Boah, eine schöne 10. Ich bin wieder da. Hallo! Mein erster Stern im Party-Modus überhaupt. Oh nee, ey. Das war jetzt reines Glück. Ich hatte kurz Angst, dass mit Bowser-Mischer irgendwie meintes, Kapseln wären untereinander gemischt. Und dadurch, dass ich ganz geile Kapseln hatte, wäre es nicht ganz so geil gewesen. Da hatte ich wirklich erstmal Angst. So, mal gucken, wohin uns die 8 noch führt. Und die 10, die vorher als 10 da war. Auf ein blaues Feld. Ist in Ordnung. Ich bin zufrieden. Sehr zufrieden. Und alle gegen Daisy jetzt. Aber ich brauche Minispiel-Sieger und Münzen halt. Daher muss ich halt leider im Team arbeiten. Wir spielen Kachelturm. Alles klar. Vor allem den Minispiel-Sieger brauche ich für einen Minispielstand. Das ist ein Bonusstand, den ich auf jeden Fall haben möchte. Oh, was ist das? Ein Spieler schlägt die Plattformen mit dem Hammer weg. Die anderen müssen springen, um nicht vom Turm zu fallen.
Okay. Bewegen, Stampfattacke und springen. Mit Finden kann der Einzelspieler das Team in die Irre führen. Das Team muss sich auch vor den Hotheads in Acht nehmen. Oh, es könnte schwierig werden, gerade weil ich das Minispiel nicht kenne. Aber mein Ziel ist, wie gesagt, Minispielstern und den einen Stern, den ich gerade habe. Und vielleicht noch den Münzstern, aber das sieht aktuell noch nicht so gut aus mit dem Münzstern. So, wie funktioniert das Spiel? Ich bin sofort raus, weil Daisy angetäuscht hat. Ist nicht wahr. Ich mag den Hintergrund. Buhu ist raus. Ja, wir haben verloren. Okay, positiv ist Waluigi und Buhu kriegen auch kein Geld. Dennoch bin ich nicht ganz so begeistert. Was haben wir bisher alles gewonnen? Wir haben... Ah gut, wir haben eine ganze Menge Münzen bei diesem Minispiel bekommen. Das ist schon mal für Minispielstern ganz gut. Und ich habe zwar nicht viel Geld, aber dafür habe ich den Stern. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. So, letzte Runde für heute, weil danach ist der Part vorbei und im nächsten Part werden wir das Ende des Brettes zocken. So. Da gibt's Geld. Ob man das nicht selbst einsetzt? Keine Ahnung. Er kommt auf ein rotes Feld. Das heißt, es wird wahrscheinlich gleich wieder irgendein 1 vs 3 oder 2 vs 2 Minispiel kommen. Es seien alle landen auf Ereignis oder auf Rot. Ne, Waluigi auf Blau. Das heißt, wenn kein Kampf-Minispiel kommt, dann leider wieder in Teams. Oh, Bowser-Kapsel! Da ist eine Bowser-Kapsel rausgekommen. Das heißt, ist das wie ein Bowser-Feld? Kann das sein? Das sieht fast so aus. Cool. Ist auch ein neues Bowser-Feld. Achso, es gibt einfach ein neues Bowser-Feld? Achso, ja gut, wie lame. Ich dachte, irgendwas passiert jetzt mit Waluigi, dass er Münzen abgeben muss. Oder Bowser-Revolution, Bowser-Mischer, keine Ahnung was. Okay, gut. Jetzt ist Daisy noch dran. Was hat Daisy eigentlich für eine Kapsel? Achso, immer noch dieser Giftpilz, den sie bis jetzt noch nicht einsetzt. Und sie kommt auf das Feld von Waluigi. So, letzter Zug für heute. Mal gucken, was wir jetzt machen. Ja, meine ganzen Kapseln, die kann ich leider immer noch nicht einsetzen. Weil mir fehlt das Geld. Ich wollte gar nicht Karte, ich wollte würfeln. Und wir würfeln eine 7, nice. Ich komme jetzt hier auf das Regenbogen-Dings da, genau. Ich will kurz die Karte ansehen. Wo komme ich denn dann hin? Nein, falsche Taste gedrückt, falsche Taste. Ich möchte wieder Karte. Ich muss ja A gedrückt halten, nicht B. Hier komme ich dann hin. Und von hier aus würde ich dann hier unten Richtung Stern hinkommen. Ja, weil ich eh in die Richtung muss. Und wie viel würfel ich noch? Oh, es kann sein, dass ich nur noch 3 Züge habe. Das wäre schlecht. Warte, auf welchem Feld war ich denn? War ich auf dem blauen Feld oder war ich auf dem? Ich glaube, ich war auf den in der Ecke da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich komme auf das DK-Feld und ich glaube, DK war ist nicht gut. Ich weiß es nicht. Ich zahle die 5 Münzen. Ich hau ab. Ich weiß nicht, was DK hier macht. Ich komme auf ein Ereignisfeld. Das ist gut. Sammle Münzen, indem du den Schneemann durch eine Stampfattacke hochspringen lässt. Oh, cool. Wie viele Münzen habe ich gesagt? Ich habe über 20 Münzen habe ich bekommen. Das war die richtige Entscheidung, da lang zu gehen. Ja, moin. Und ich habe nochmal einen Ereignispunkt so gesehen. Für einen Ereignisstern später. Das heißt, ich bin mit Buhuta gerade aktuell gleich auf, würde ich sagen. Bitte nicht die Uhr, bitte nicht die Uhr. Danke. Area 53. Anlehnung an Area 51. Ja, UFOs. Führe gleichzeitig mit deinem Partner Stampfattacken auf den passenden UFO-Feldern aus. Ihr braucht 5 Punkte zum Sieg. Was heißt denn das, hä? Okay. Bewegen Stampfattacke. Die Stampfattacken müssen gleichzeitig ausgeführt werden, sonst gibt es keine... Wir müssen gleichzeitig springen, oder wie ist das? Sieht man in der Vorschau leider nicht. Doch, doch, bei Mario und Toad da gerade. Stampfst du auf ein falsches UFO-Feld, leuchtet dieses rot auf. Okay, Stampfattacke AA. Das Minispiel machen wir jetzt noch und danach geht's rein ins Finale. So. Also im nächsten Part dann. Jetzt, ich hab's kapiert, ich hab's kapiert.
das, was oben angezeigt wird. Warte, das müsste das hier vielleicht sein? Nein. Was ist denn das? Das hier? Auch nicht. Was ist denn das? Ich finde es nicht. Das hier? Ja. Boah, die haben schon 4 Punkte. Nein, nicht gut. Weil ich so gefailt habe. Wo ist hier mit dem Ausguck? Das hier. Ja, die haben's. Leider ja. Weil ich das Minispiel am Anfang auch nicht gleich verstanden habe und dann habe ich das andere dann nicht gefunden. Na gut, im nächsten Part geht es hier dann weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Mal gucken, ob wir den Sieg holen werden. Bis jetzt sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Minispiel aktuell nicht ganz so, aber da werden wir im nächsten Part nochmal ein bisschen uns reinsteigern. Also bis dahin und tschüss.